Hi und herzlich willkommen zurück. Es wird Zeit, es wird Zeit. Ach, wir sind ja schon hier. Okay, dann mal go und... Hab ich nicht das dritte schon abgeliefert gehabt? Ah ne, das habe ich noch gelassen. Okay, dann eben noch zwei Flakönchen und dann mal gucken, was der gute Heisenberg für uns hat. Ich glaube, wir müssen trotzdem noch irgendwie besiegen, aber ich glaube, er verfolgt halt irgendwo seine eigene Agenda, dass er Miranda irgendwie ablösen will oder so. Kelch des Giganten. Okay, schneide ich da bloß nicht rein. Okay, Heisenberg aufsuchen. Warte. Und jetzt kommen wir nämlich auch zum Zeremonieplatz. Weißt du, was ich gedacht hätte? Okay, das geht hier irgendwie auf. Oh Gott. Der Typ, ne? Das geht hier irgendwie auf und wir kommen wieder in ein unterirdisches Labor. Kann natürlich sein, dass das auch noch kommen kann. Also mich würde es ehrlich gesagt nicht wundern. Weil die haben ja gesagt, der Pilz erstreckt sich unter der gesamten, unter dem gesamten Dorf. Was war das? Kümmere dich nicht drum. Heisenberg hat ein bisschen mit seinem Hammer gespielt und ist mir aus Versehen weggeflutscht wahrscheinlich. Aber, ja. Ich habe so wirklich das Gefühl, okay, wenn wir das Ding jetzt hier einsetzen, dann... wo ist denn das Ding? Okay, ich des Giganten. So gut. Okay, wir sind im Fahrstuhl. Mal gucken, ob ich recht hatte. Besonders ich dachte, okay, gut, die Brücke jetzt. Ich werde mich wahrscheinlich weggeschnitten haben, aber war jetzt nicht so spektakulär. Ich dachte, da kommt noch irgendwie was anderes. Aber ich bin mal gespannt, wo wir jetzt runterfahren. Ich höre mal noch. Ah, gar nicht mehr so viel. Wir haben bei dem Dings ganz schön was gelassen, obwohl hier sieht's okay aus. Hier sieht's auch noch ganz gut aus. Das Messer werde ich dann wirklich gegen den Granatwerfer, denke ich mal, eintauschen. Oder was heißt eintauschen? Umtauschen. Wenn wir nicht mehr so großartig was zu looten haben, beziehungsweise wenn es nochmal ins Eingemachte geht. Obwohl, wie viel... Explosivgeschoss, okay, haben wir 6. Und es ist ja auch noch Miranda. Miranda müssten wir wahrscheinlich auch noch irgendwie wegkriegen. Okay. Mach dir keine Sorgen um das Kind. Alles wird gut. Ach, seine fucking Fabrik. Na los, komm einfach über die Brücke. Seine fucking... Ja, einfach über die Brücke. Stimmt ja, seine fucking Fabrik. Dann war die gar nicht da oben, wo ich erst gedacht hätte. Okay, ich speichere vor jetzt aber trotzdem nochmal. Das sieht mir irgendwie ein bisschen sehr Arena-mäßig aus. Also, na? Ah, Ethan Winters. Willkommen. Du hast Donner und Moreau bezwungen, Respekt. Hast in Amerika wohl schon Schlimmeres überlebt, hm? Ich mag dich. Ich will mit dir über Rose sprechen und Miranda. Komm rein. Keine Sorge. Das ist keine Falle. Sollte man dem Typen wirklich... soll das werden? Ja, ich weiß nicht, ob er uns wirklich für sich irgendwie gewinnen will. Oder ich schätze mal, wir sind eher bloß eine Marionette für ihn, damit er seine eigenen Pläne verfolgen kann. Weiß ich nicht. Zu trauen ist dem aber trotzdem nicht, glaube ich nicht. Okay, Scheißpulver, sehr schön. Oh. Okay, da kann ich gar nicht rein. Hätte ja sein gekonnt. Und hier sieht es doch langsam... Also, ja, ist keine Forschungsanlage oder so, aber...
langsam interessant aus. Okay, Chemikalien ist schön. Pflänzchen wäre natürlich geil, weil ganz ehrlich, das vermisse ich ein bisschen. Die Pflänzchen vermisse ich ein bisschen. Davon hätte es ruhig noch ein bisschen mehr geben können. Das ist so ein Geier. Was ist das? Mia? Wahrheit und Weh. Gib's zu. Du denkst, wenn du mich beseitigst, kriegst du deine geliebte Rose zurück. Ich werde sie retten. Sieh mal, du verstehst das falsch. Verdammt. Letzte Warnung, Penner! Bitte verzeih. Setz dich. Hör zu, die verarschen dich. Was soll das heißen? Dass das ein Spiel ist? Ich sagte, setz dich! Ein monströses Miststück. Eine Psychopuppe und ein Schwachkopf. Kapierst du nicht? Die testen dich. Ob du stark genug bist, Teil von Mirandas Familie zu sein. Ich will kein Teil ihrer Familie sein. Ich auch nicht. Und sieh mich an! Ich bin der Nächste, richtig? Beseitigst mich, nimmst meinen Platz ein. Denk nicht mal dran! Ich interessiere mich einen Scheiß für dich. Ich will einfach meine Tochter. Ich doch auch. Weißt du nicht, wie mächtig dieses Kind ist? Lässt sogar Miranda zittern. Ich schwöre, wenn du nicht sofort aufhörst! Du und ich, Ethan. Wir retten deine geliebte Rose und benutzen sie, um Miranda in Stücke zu reißen. Meine Tochter ist keine Waffe. Fick dich! Letzte Chance. Du willst nicht wissen, was da unten ist. Das Risiko gehe ich ein. Dein Kram. Wie? Also, von vorne komme ich an den eh nicht ran, aber wie, hä? Sackgasse! Ach, nichts mit Sackgasse. Scheiße. Aber ich hätte, glaube ich, schon mal recht gehabt, von wegen, dass er Miranda stürzen will, aber... Oder er will einfach nicht mehr Teil der Familie sein? Also, er hat sich auch nicht ausgesucht, hat er selber gerade gesagt. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir Rose als Waffe nutzen müssen. Ja, das werden wir auf... Oh, toll. Das werden wir auf jeden Fall noch rausfinden. Mit Sicherheit. Die Sache ist, wir hatten ja hier zum Beispiel noch gar keine Kanalisation, was ich eigentlich toll fand. Dann wird das wahrscheinlich die Ersatzkanalisation werden. Wie sollen wir den beikommen? Also, wir müssen ja gegen das Viech antreten, glaube ich. Okay, das ist ein Kran, ich dachte schon. Okay, das Ding führt mich hier unten lang. Aber why? Ich meine jetzt nach oben oder nach unten? Was ist jetzt... Ich meine, ich könnte mir gut vorstellen, dass unten bloß noch Loot ist. Und sonst nichts. Ich gehe mal unten gucken. Lol. Schrottteile. Okay. Ich wollte gerade sagen, geh mal hier bitte hoch. Na gut, dann haben wir keine Chance. Oder kommen die schon runter? Nee, noch nicht. Die werden warten, bis ich hochkomme.
Was ist das für ein Viech? Wohl zum Beispiel, wenn wir gegen Heisenberg eintreten müssten, wäre es auch nicht gerade geil. Alter! Weil der halt, man sieht es ja schon mit den telekinetischen Kräften, keine Ahnung, wie ich sagen soll, sieht man ja schon, dass der uns eigentlich alles auch überlegen ist. Und die Viecher werden stärker, was ungünstig ist. Wir haben zwar noch ein bisschen was an Patronen, aber auch nicht wirklich viel. Und ich habe jetzt auch nichts gefunden, was ein bisschen wenig scheiße ist. Okay, mal gucken, wo wir hinkommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir Rose als Waffe benutzen müssen, dass uns gar keine andere Wahl bleibt. Heilige Scheiße. Ich muss zurück nach oben. WTF, warum nochmal so eine riesen Fabrik hier zum... Na, ich weiß ja nicht, ob es Ende ist, aber... Ne? Na toll. Ach! Guck mal einer, guck. Du möchtest etwas kaufen? Okay, was das... Ja. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Großer Koffer ist damit immer gut. Damit entgeht dir wirklich gar nichts mehr. Eine weitere Waffe, die auch gar nicht so kacke eventuell wäre. Okay. Wir modifizieren. Diese Hände sind geschickter, als sie vielleicht aussehen. Es wird halt immer teurer, ne? Und wir haben da noch eine Stufe. 29.000, jawohl. So eine einfache Modifikation ist sofort erledigt. Und da siegt's dahin. Okay, hier habe ich 4, da kommt aber irgendwann nochmal was dazu. Glaube ich zumindest. Hier theoretisch auch. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, ja. Okay, viel haben wir ja echt nicht. Schönen Tag. Viel haben wir ja echt nicht, aber... Warte. Ich meine, wir haben noch 100, aber das... Das ist halt das Problem. Es wird halt irgendwann so arschteuer, wo ich da mehr oder weniger entscheiden für muss. Hier geht's noch auf die andere Seite. Warte, warte. Oder war das unten gemeint? Weil hier habe ich ehrlich gesagt... Das war unten, ne? Ja gut, scheiße. Ich hätte mir Zeit lassen können. Egal. Wir gucken. Warte, ich hatte hier noch was gehabt. Fehlt mir hier was? Okay, Strom wieder herstellen. Na gut. Na gut. Ich freue mich voll. Merkt man, glaube ich, ne? Scheiße. Weil das muss nicht scheiße werden, aber das kann halt scheiße werden, wenn ich mir mal so die Verläufe von den anderen Spielen an, also Resi-Teilen, bis auf 7 jetzt mal, angucke. Bei 5 und 6 weiß ich es noch nicht, aber das ist halt am Ende, naja, so hordenmäßig wird, das ist halt nicht so meins, ne? Ich meine, es ist zwar passend, aber es ist für mich halt eher so nervig. Eine Art Steuerhelm, sieht leicht zerstörbar aus. Cool, wenn die mal Waffen hätten. Wenn die mal Munition hätten. Okay, da kommen wir nicht rein. Oder wir können da später irgendwie nochmal rauskommen. Scheint nicht genug. Was ist das hier für eine fucking Fabrik, wenn nirgendwo genug Strom drauf ist? Außerdem wissen wir doch, oder wir haben schon gesehen, was uns am Ende von der scheiß Fabrik erwartet. Und das wird, glaube ich, nicht Heisenberg sein. Ja, cool.
Alter, jetzt sterb, Junge. Ich meine, cool, dass man ein bisschen mehr kriegt, aber langsam hätte ich wirklich gerne mal wieder Munition. Ansonsten bleibt mir halt noch der, aber ihr wisst ja, für Zwischengegner oder sonstiges, ich will es halt nicht verschwenden. Okay, haben wir geklärt. Da fehlt anscheinend was. Die Kurbel wird da nicht reinpassen, ne? Nee, scheiße. Versuchen kann man es ja. Okay. Habe ich jetzt die Chemikalie? Ich wollte gerade sagen, die war doch Chemikalie gewesen, habe ich nicht mitgenommen. Ich habe nichts, um das da reinzulegen, noch nicht. Okay, von der anderen Seite verschlossen. Toll, hier kommst du ja nirgendwo hin. Dann ab nach oben. Warte. Um wenigstens ein bisschen was zu sparen. Okay, ein Dietrich. Ein Dietrich. Okay. Dafür brauchen wir den. Ich hoffe, das lohnt sich. Nicht, dass irgendwo anders nochmal so ein Ding kommt. Was ist das? Gelbquarz. Scheißpulver. Okay, ich muss den Strom halt wirklich erstmal wieder reinkriegen und dann noch. Who are you? Nochmal hier durchgescheißert kommen. Oh nein. Noch wird er mir nichts tun, aber sobald ich die richtige Tür verlasse, kommt er hinterher gescheißert. Ich weiß es doch. Aber ich habe noch irgendwas vergessen. Aber ich sehe hier halt kaum was, weil Mr. Ethan ja wieder. Achso, da. Mr. Ethan ja wieder sein Dings nicht anmachen will. Ich wollte es doch bald sagen. Ich weiß aber gar nicht, ob ich den Herr werde. Warte mal, wo war denn das Ding jetzt gewesen? Da ist nicht genug Saft drauf. Wenn er mich natürlich jetzt die ganze Zeit verfolgt. Ungünstig. Ungünstig. Ich lasse den erstmal hinterher rennen. Das war hier gewesen, ne? Wo ich das Ding einsetzen konnte. Relief. Kopfding, keine Ahnung. Kann das sein, dass das mir Strom bringt? Alter, mach hin. Oder, oh lol, jetzt wird mir ein Schlüssel gegossen für hier drüben, oder was? Haben wir's? Ist auch überhaupt nicht heiß. Danke. Ist auch überhaupt nicht heiß, ne? Pferderelief. Rein damit. Ich meine, der eine oder andere hätte gern gesehen, wie ich den kalt mache. Ich hätte das vielleicht auch irgendwann hingekriegt, aber... Mann, du hängst schon wieder an der Ecke. Ethan. Ist doch wahr. Ach so, das ist eine Maschine. Ich wollte gerade sagen, was ist denn das da? Okay, Heisenbergs Unterkunft. Okay, na dann mal runter. Okay, vielleicht sollte ich hier aufpassen, wo ich langlaufe. Au! Ach komm, oh Gott. Ja, Alter, nimm die... Oh, er nimmt die fucking Flintmunition einfach nicht. Shit!
Wow, da ist ja noch einer. Ach lol, ja. Warte, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Immer mit der Ruhe. Toll, jetzt brauche ich meine Flinte auf jeden Fall. Das wird's nämlich sonst nicht. Die haben immer irgendeinen Scheiß noch auf dem Kopf. Also er jetzt nicht mehr, aber trotzdem. Ach komm, Alter. Ich bin da durchgerannt. Das kannst du dir doch keinem erzählen. Ach, Entschuldigung. Anders hinsetzen. Okay, in Heisenberg. Und da kommt vielleicht aber auf jeden Fall nochmal rein. Ich hoffe halt wirklich, dass dieser andere komische Klüppel nicht kommt, ne? Das wäre halt echt ungeil. Habe ich da irgendwas vergessen? Wahrscheinlich. Uhu. Warum muss immer alles von der anderen Seite verschlossen sein? Oh nee, das kannst du mir doch nicht erzählen. Wo war ich hier schon? Hallo, zeig mir. Ach, hier sind wir. Okay, okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal richtig. Na, okay, ich brauche eine Rohrbombe wahrscheinlich, ne? Ich hoffe, das bringt was. Ich hoffe, das bringt was. Nicht, dass es jetzt umsonst hier, ne? Dass das verschwendet ist. Flintmunition, cool. Okay, wir mussten hier auf jeden Fall rein. Das Ding ist, es muss hier theoretischerweise noch eine Rohrbombe geben. Reservegenerator. Fehlt ein Zahnrad. Setz doch deine Kurbel da ein. Ein bisschen Feuer am Arm geht das auch schon. Okay, da geht's wieder hoch. Mine, okay. Obwohl ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wenn ich jetzt doch mal irgendwie Strom drauf kriege. Also wenn ich nicht eh da irgendwie vorbeikomme. Hä? Ob ich dann das hier nochmal ablatsche? Okay, es fehlt ein Zahnrad, aber wo? Hä? Okay, wenn es oben nicht weitergeht. Generator, ist mir schon klar. Maschinenraum, hätte ich das Zahnrad zwischendurch schon finden müssen? Und von hier kam ich. Ich dachte, das Zahnrad kriege ich dann vielleicht ein bisschen weiter hinten her. Ja, lass noch mal gucken. Hier ist ja auch eine Spur. Oh, Alter. Ja, toll, schließen. Hier ist auch kein Zahnrad. Und oben, wenn ich die Treppe hochgehe, geht es ja nicht weiter. Dann muss ich nochmal zurück. Da muss er es irgendwo liegen gelassen haben. Weil hier ist ja... Oder ist hier... Nee. Hätte sein können, dass hier noch ein versteckter Gang irgendwie da ist. Ach, lol. Ah, vielleicht erstmal. Okay. Ist das nicht? Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kadu eingepflanzt. Muskelstimulation und Elektroschocks erfolgreich. Hirn tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen indiziert. Danach Stillstand. Mechanischer Soldat, Version 1.01, Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1, Kampf gegen Lykans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. K
Version 1.1 haben Unterarme mit Bohrer ersetzt. Ja, haben wir schon gesehen, ne? Aufgrund mangelnden Outputs unzureichend mit lebenden Körpern versuchen. Mechanischer Soldat 1.15, Kadur, was? Reaktor in Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2, Kampf gegen Lykans. Innerhalb einer Minute 3 Lykans zerstört. Gute Ergebnisse, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Okay, das kommt mir ehrlich gesagt wie ein Tipp vor. Okay. Wie wir den besiegen können. Noch hat er uns ja nichts getan. Jetzt muss ich aber erstmal wieder. Das war in der Gießerei gewesen, ne? Jetzt muss ich da erstmal wieder zurück. Na toll. Hier kann ich zwar schnell einsetzen, aber jetzt. Wird es kommen, ne? Halt. Shit. Warte. Ich muss ja eigentlich nur das Dings treffen. Hat das schon ausgereicht? Wow! Okay, das hat immer noch nicht ausgereicht. Dreier. Wenn ich jetzt schon mal dabei bin. Cool, dauert aber zu lange. Ah, dadurch kriege ich das große Zahnrad. Juhu, ich hoffe, das ist jetzt nicht mit den Viechern verseucht. Okay, es war bloß einer. Schwein gab. Warte. Lass mal gucken, das Zahnrad. Oh Gott. Ich hoffe, ich laufe richtig. Müsste hier drüben gewesen sein, ne? Okay, großes Zahnrad. Ich dachte, damit können wir auf der Heisenbergs Zelle irgendwie oder Unterkunft. Na toll. Dass wir da irgendwie reinkommen. Okay. Oh, Ethan. Du enttäuschst mich. Warum? Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Ja, das war mir schon wirklich, fast klar. Wirklich enttäuschend. Okay, die sind wirklich frei. Scheiße. Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir hier dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Eigentlich nicht. Was mache ich mit... Scheiße, er hat mich gesehen. Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe. Oh. Also brauche ich Macht. Mach hin. Oh, Dreck. Ja, Mann, wie? Alter, ich bin doch eh schon tot. Die Früchte meiner Macht. Warte. Ich weiß nicht, ob ich da einfach bloß durch muss. Scheiße, jetzt bin ich runtergefallen. Moment. Warte kurz. Habe ich noch... Nun leg die da hin, Mann! Scheiße, falsche Taste gedrückt. Na komm. Ich wollte gerade sagen, darauf habe ich doch nur gewartet.
Boah, die Mine war's, ne? Gott sei Dank ist mir das auch eingefallen. Ja, bei dem bin ich mir nicht so sicher. Habe ich jetzt hier eigentlich alles bei dem... Nee, habe ich sogar noch nicht mal geschafft. Okay. Okay. Bin ich schon fast ein bisschen stolz auf mich, muss ich sagen. Aber der wird... Nee, er kommt noch nicht gleich, der nächste rausgescheißert. Okay, da ist, glaube ich, noch einer und ich lasse den mal da unten. Ja. Ich werde es mal so probieren. Ich weiß halt nicht, ob ich das hätte als Waffe nutzen können oder nicht, ne? Also... Ach, leck mich. Was wollt ihr denn jetzt? Komme ich hier durch? Nein. Oh, dass die immer noch so ein Dreckteil auf dem Kopf haben müssen. Sagen, erst das runterschießen und dann. Stirb! Das Ding ist, wo muss ich hin? Was muss ich? Ich weiß nicht mehr, was ich machen muss. Ich bin ein bisschen überfordert hier. Ja, nimm dir die geile Mine. Okay, das lädt immer wieder auf. Also schätze mir, ich hätte das auch als Waffe nutzen können, beziehungsweise müssen. Wo muss zum Fick muss ich jetzt hier hin? Ich meine, am Ende muss ich wahrscheinlich in Heisenbergs Unterkunft... Was ist das hier? Unterkunft irgendwie rauskommen? Nur wie? Da muss ich nach oben? Ich finde irgendwie die Fabrik sehr, sehr verwirrend. Dass die Leute hier überhaupt vernünftig arbeiten können, ist mir ein Rätsel. Warte. Nein, du Wichser, hast das auf dem Rücken? Was eine Scheiße, warum hast du das auf dem Rücken? Okay, okay, hat aber eine Sprengwirkung, hat schon ausgereicht. Gut, ich wollte nämlich gerade sagen, so ein Arsch. Ja, mach auf hier. Ich brauche das. 5. Gut. Besser wie nichts. Och, Ethan! Ich wollte gerade sagen, was ist, wenn hier noch einer ist? Warte, warte, warte. Wir gehen da gleich hin. Lol. Ah, hier komme ich nochmal zurück. Okay, okay. Aber ich habe ja Strömchen hier. Ah, siehste, warte, bevor ich da reingehe, es wird, glaube ich, wirklich besser sein, wenn ich... Ich meine, wir waren jetzt noch nicht bei Heisenberg drin, aber vielleicht könnten wir das nochmal machen. Ich möchte trotzdem gerne vorher... Ist das der richtige Weg? Ja. Ich möchte trotzdem vorher nochmal speichern, auch wenn wir automatische Speichern hier an... Naja, vielen Punkten haben. Dennoch habe ich ganz gerne... Na? Geht das jetzt eigentlich? Kann momentan nicht verwendet werden. Okay, nein, Shop will ich nicht. Boah, hier, komm. Da ich aber fast alle, bis auf den einen, den habe ich ja nicht ausgerottet, ne, mit deinem schönen... Ich kann mir gut vorstellen, die haben sich ja bei einem Film inspirieren lassen. Mir fällt der Name jetzt aber wieder nicht ein. Ist natürlich wie bei mir üblich. Ein Found-Footage-Film. Warte mal, ich will noch mal... Hier war es durch gewesen, ne? Wo es, glaube ich, auch darum ging, um Nazis auszurotten und dass dann halt ein verrückter Nazi-Wissenschaftler die Idee hatte, jo, wäre eigentlich mal ganz geil. Schalter, Gießanlage. Ah, ich brauche den Schlüssel erst. Okay, ich brauche den Schlüssel.
Okay, ich dachte, da wären noch Teile gewesen. Ich brauche ja den Schlüssel erst. Oh, stimmt, stimmt. Das war ja nicht hier mit irgendwas Gegossenem. Nee, auf jeden Fall, da hat auch so ein Viech halt einen riesen Bohrer an der Hand gehabt. Der war noch wesentlich mächtiger wie der. Das sah schon irgendwie creepy aus. Okay. Ich kann mir aber gut vorstellen, wir kommen jetzt zu seinem Liebling, ne? Okay. Ich weiß mal mit der Pistole probieren. Oh Dreck. Alter, treff Ethan.